Zeuge Erich Kalleen, Melker, 54 Jahre alt, 58. Verhandlungstag, 22.06.1964. Wir wollen nunmehr zur Vernehmung der Zeugen kommen, und zwar ist heute Vormittag geladen der Zeuge Kalleen. Carmen, ich will ganz kurz repetieren, Sie haben, wie Sie eben mit Recht sagen, das Melkerhandwerk erlernt und sind wiederholt bestraft worden und kamen schließlich als Sicherungsverwahrter nach Großstrelitz. Ja. Im April 1943 sind Sie von dort nach Auschwitz gekommen. Ja. Und sind bis wann dort geblieben? Bis zum Schluss, 45. Ja, bis zum 18. Januar oder ja. 15. Januar? 18. Januar. Bis zum 18. Januar 1945. Sie sind dann von dort evakuiert worden, sind unterwegs geflohen, sind dann nochmal gegriffen worden, ja, nach Theresienstadt gekommen und wurden dort im Mai 1945 von den russischen Truppen befreit. Ja. Sie sind dann zunächst nach Hamburg gegangen, wurden aber in Hamburg erneut bestraft, haben diese Strafe verbüßt, bekamen dann Sicherungsverwahrung, waren in Frankfurt, sind wieder straffällig geworden, sind dann in Wiesbaden wieder bestraft worden, erneut in Sicherungsverwahrung gekommen und sind nun entlassen aus der Sicherungsverwahrung. Ja. Nun, Herr Kalleen, wie Sie ins Lager kamen nach Auschwitz, kamen Sie zunächst wohl in Quarantäneblock? Ja, Block 7. Und zwar im Stammlager? Ja, Stammlager. Im Stammlager in Block 7. Dort sind Sie eine gewisse Zeit, vielleicht 6 bis 8 Wochen geblieben. 8 Wochen waren wir in Quarantäne. 8 Wochen sind Sie dort geblieben und wurden dann in verschiedenen Kommandos eingeteilt. Und zwar in welchen Kommandos? In Gleisbau. Faulgas, Sandro. Faulgas, ja. Und im Haus Palitsch, was nicht mit Palitsch, nicht mit diesem Rapportführer Palitsch zu tun hat. Nein. Haus Palitsch, ja. Sie sind dann nach Monowitz gekommen und waren dort in erster Linie mit dem Ausladen von Zement beschäftigt. Ja. Waren Sie auch einmal im Krankenbau? Ja, aber nur kurze Zeit. Wie lange ungefähr und wann etwa? 4 Wochen. Wann etwa? Das ist gewesen, da war ich noch im Stammlager. Da waren Sie noch im Stammlager? Da war ich noch im Stammlager. Da hatte ich mir meinen Arm verknackst, ne? Ja. Und da habe ich 4 Wochen im Krankenbau gelegen. Wissen Sie, ob das 44 war oder noch 43? Ne, das war 44. 44, meinen Sie? Anfang 44. Ja. Anfang 44. Haben Sie damals auch irgendwelche Selektionen beobachtet? Nein. Dass also Häftlinge, kranke Häftlinge ausgesondert wurden zur Tötung? Ja, das allerdings. Das haben Sie das beobachtet? Ja. Und in welchem Bau waren Sie denn, in welchem Block? Ich habe in Quarantäne gelegen, Block 7, und nachher war ich in Block 14. In Block 7 und dann Block 14? Ja. Quarantänezeit in Block 7? Ja. Und nein, ich meine jetzt Arbeitskommando Block 14? Ja. Und ich meine jetzt, in welchem Krankenbau waren Sie gewesen? In welchem Block war das? 20, 21, 28 oder 19? Das kann ich Ihnen gar nicht mal sagen. Das wissen Sie nicht mehr. Wissen Sie, wer damals SDG gewesen ist? Nein. Das wissen Sie auch nicht. Wer hat denn diese Auswählung, diese Auslesen vorgenommen von den Kranken, die da umgebracht werden sollten? War das ein Arzt oder war das der SDG oder wer war das? Ich nehme an, dass der Arzt gewesen ist, der es ausgesucht hat. Haben Sie es nicht selbst miterlebt? Nein. Sie haben es nicht selbst gesehen? Sagen Sie, kennen Sie den Angeklagten Karduk? Ja. Ja. Was war denn Karduk, wie Sie dort waren? Karduk war Blockführer, ne? Ja, also wir haben bisher anderes gehört, er soll Rapportführer gewesen sein. Aber erst war er Blockführer, ja. Erst war er Blockführer und dann nachher war er Rapportführer. Haben Sie ihn, ja. Haben Sie ihn kennengelernt als Blockführer oder als Rapportführer? Als Rapportführer. Als Rapportführer.
Haben Sie bei ihm auch oder haben Sie bei ihm festgestellt, dass er mit den Gefangenen gut oder weniger gut ausgekommen ist? Er war sehr brutal. Er war sehr brutal. Ja. Hat er die Leute auch geschlagen? Ja. Hat er selbst mal in den Hintern getreten. Ja. Hat er auch Leute totgeschlagen? Na, das kann ich nicht sagen. Habe ich nicht gesehen, habe ich es nicht, nicht wahr? Gesehen haben Sie es nicht. Hat er die Leute aufgehängt? Ja. Wann ist denn das gewesen und was hat sich denn da abgespielt? Das hat sich damals abgespielt. Da war in der SS-Küche, die sollten wahrscheinlich vergiftet werden. Wer? Die SS. Ne? Und da ist die gesamte Küchenbesatzung, es waren 10 Häftlinge, ne? Ja. 10. Und die sind abgelöst worden, die sind nachher anschließend aufgehängt worden. Und zwar am Küchenblock. War das am Sommer 43? Ja. Kurz nachdem Sie hingekommen waren? Ja. Ja, das wissen Sie natürlich nur von Hörensagen, dass da angeblich durch dieses Küchenpersonal die SS vergiftet wird. Ja, das ja. Das hat man so in Häftlingskreisen gesprochen. Das hat man erzählt. Ne? Erzählt, ja. Aber haben Sie mit angesehen, dass die Leute aufgehängt worden sind? Sie haben bei Ihrer Vernehmung seinerzeit gesagt, es hätte sich um 12 Häftlinge da. Oder 12, 10 oder 12. 10 oder 12, kann so sein. Ja. Und hat er dabei mitgewirkt, Herr Karrung? Ja. Was hat er denn getan? Ja, die standen auf den Schemel alle, ne? Ja. Da war so ein Gerüst aufgebaut. Ja. Ein Träger, so breit. Ne? Ja. An der Küche. Und da war eine Stricke dran und mussten sie auf Schemel stehen. Ne? Und dann wurden sie von da runtergestoßen. Und wahrscheinlich ist in Herrn Karrung das nicht schnell gemacht, hat er selbst gemacht. Hat er selbst gemacht. Hat er einen runtergestoßen, das habe ich persönlich gesehen. Haben Sie selbst gesehen? Ja. In wie vielen Fällen etwa? Na, ich habe nur einen gesehen. Sie haben nur einen gesehen? Mhm. Sie haben mal bei Ihrer Vernehmung gesagt, Sie hätten 4 oder 5 Mal gesehen, dass er mit dem Fuß den Schemel weggezogen hätte. Nein, das ist nur einmal. Nur einmal. Nein, nur einmal. Ja. Das weiß ich. Ja, können Sie sonst etwas von Karrung sagen, uns, dass er Leute totgeschlagen hat, das haben Sie schon beantwortet, oder dass sonst irgendetwas passiert, können Sie nicht sagen. Von der politischen Abteilung haben Sie wen gekannt? Ja, der Name ist mir entfallen. Ist Namen sind entfallen. Nee. Haben Sie überhaupt irgendeine Erinnerung von irgendeiner Sache, die mit der politischen Abteilung zusammenhing? Also ich muss sagen, dass Leute dort vernommen worden sind, dass sie dort eventuell geschlagen worden ja, sind. Das. Aber wer und wie, das weiß ich wer nicht. Wer und wie, das wissen Sie nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe sogar einen Block 14 mit einem zusammengelegen. Der war 3 Monate in der politischen Abteilung. Als Gefangener oder? Als Häftling. Ne? Als Häftling. Ist da vernommen worden und ist natürlich geschlagen worden. Ja, ich habe auch gesehen, wie er ausgesehen hat. Ja. Er hat es uns sogar gezeigt. Hat er dass gesagt, der ganze Hintern zerschlagen war und das Kreuz. Hat er gesagt, wen geschlagen hat? Nein. Nun, haben Sie einmal erlebt, wie ein Häftling im Kommando Gleisbau, und zwar ein Russe, während der Arbeit erschossen worden ist? Ja, das habe ich gesehen. Wissen Sie, wer das gemacht hat? Das weiß ich nicht. Das habe ich auch seinerzeit schon erklärt. Ja. Das war nur einer von den Posten, ne? Sagen Sie, kennen Sie den damaligen SS-Obersturmführer Franz Hofmann? Ja. Was hatte denn der für eine Aufgabe? Ja, Sturmbannführer. Oberscharführer, ne? Nein, Obersturmbannführer. Oder Sturmbannführer. Ja. Was hatte der für eine Funktion? Der war Lagerleitung. Lagerführer, ja. Lagerführer, ja. Obersturmführer, richtig, ja. Obersturmführer. Ja, war Lagerführer in Auschwitz. Hat er sich auch bei der Exekution dieser Häftlinge beteiligt? Bei diesen Küchenhäftlingen? Nein, er war dabei. Er war dabei. Ja. Hat er da irgendetwas zu sagen gehabt? Soweit ich mir erinnern kann, hat er das Kommando geführt. Ja. Als Lagerleiter. Als Lagerleiter. Mhm. Und inwieweit er aber diese Tötung angeordnet hatte, das wissen Sie wohl das nicht. Das wissen Sie nicht. Ja. Ich habe an den Zeugen keine Fragen mehr. Haben Sie noch eine Frage? Keine Fragen mehr vom Gericht, von der Staatsanwaltschaft? Nur eine Frage.
Bei dieser Hängung ist da irgendein Schriftstück, ein Urteil oder so etwas vorgelesen? Ja, es ist vorgelesen worden, ja. Und waren das polnische oder deutsche Häftlinge? Wurde das in polnischer oder deutscher Sprache verlesen? Das meiste waren Polen. Ja. Polen und es waren auch, glaube ich, 2 oder 3 Juden dabei. Jüdische Häftlinge, ne? Ja, und was wurde in welcher Sprache wurde das verlesen? In Deutsch. In Deutsch. Herr Rechtsanwalt Ormond, Herr Rechtsanwalt Rabe, die Herren Verteidiger, Herr Rechtsanwalt Heimann. Herr Zeuge, Sie sagten, im Sommer 1943 soll das gewesen sein, ja, mit Kaduk, wobei Hoffmann zugegen gewesen sein soll. Können Sie sich noch näher an die, an den Monat erinnern? Sommer 1943? Nein. Dieser Fall ist schon öfter geschildert worden von Kaduk, aber der Name Hoffmann ist nie genannt worden. Wie kommen Sie darauf, dass Hoffmann, Sie sagen, er hätte das Kommando geführt, haben Sie wörtlich gesagt. Wer es angeordnet hat, wissen Sie nicht. Nein. Wo hat Hoffmann gestanden damals, als die Schemel weggestoßen wurden? Hoffmann hat vorne am Pult gestanden. Wo am? Wohl, an dem Pult vorne, wo der Rapport abgenommen wurde. Das Ganze war doch vor dem Küchenplatz, ja? Vor dem Küchenplatz, ja. Vor dem Küchenplatz. Ja. Und Sie sagen, er hat Anordnungen gegeben? Ja, das Kommando dazu gegeben. Das haben Sie selbst gesehen? Das habe ich gesehen, ja. Nun, Hoffmann war aber im Sommer, das muss ich Ihnen vorhalten, im Birkenau-Lagerführer. Der war gar nicht im Stammlager. Als ich nach Auschwitz kam, 1943. Lager 1? Lager 1, ja, ins Hauptlager. Ja. Da war Hoffmann in Auschwitz, im Stammlager. Und im Sommer 43, als das war hier? Ja, ist ja im Sommer hingekommen. Oder wann sind Sie denn hingekommen, 43? Im April. Im April. Im April sind Sie hingekommen. Da war er im Stammlager. Da war er im Stammlager. Ja, und im Sommer, wie diese Exekutionen da vorgenommen wurden, wo war er da? Da war er auch noch da. War er auch noch da? Ja. Ja, Hoffmann? Gehen Sie doch bitte an ein Mikrofon, damit wir das auch hören. Gell? Am 1. Dezember 1942 kam ich nach Auschwitz als dritter Schützerflaufführer. Ende Februar, Anfang März, kam ich dann von Auschwitz, also von Stammlaucher, raus nach Birkenau und Zigeunerlaucher. Da war ich von Ende Februar, Anfang März, ungefähr bis September, Oktober 1943. Während dieser Zeit, im ganzen Sommer, habe ich keinen Dienst im Auschwitz I im Stammlager gemacht. Ja. Und an dieser Exekution von diesen 12 Häftlingen, wo der Zeuge angibt, da weiß ich überhaupt nichts. Weil ich war ja nicht in Auschwitz I, wie konnte ich das wissen? Und übrigens war damals Schutzhaftlauerführer Aumeier. Damals im Sommer 43. Ja, waren Sie denn nicht mit Aumeier zusammen? Als der Schutzhaftlauerführer bis Februar, März, jawohl, 43. Aber von dort aus, die mir... Ich unterstand wohl Aumeier, dienstlich unterstand ich Aumeier, er war erster Schützerlaufführer und ich war im Zigeunerlager als Lagerführer von, wollen wir sagen, Frühjahr von März bis zum September, Oktober 1943. Da machte ich überhaupt keinen Dienst in einem Stammlager. Also ich Zeuge erinnert sich genau, vielleicht war das Aumeier, war damals erster Schützerlaufführer. Ja, das stimmt. Also ich habe nichts verlesen und ich weiß von dieser Exekution überhaupt nichts. War ich nicht anwesend. War ich nie beteiligt in keiner Weise. Ja. Und was sagen Sie dazu? Stimmt das, was ich gesagt habe? Ja. War er daran beteiligt? Ja, war er daran beteiligt. Und hat er damals den Rapport abgenommen? Sehen Sie mal, ich bin 1944 bin ich nach Monowitz gekommen. Ja. Nein? Ja. Und da war Hoffmann auch noch da. Noch im Stammlager? Im Stammlager. Vielleicht war er wieder da, dass er mal zwischen das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Das weiß ich nicht. Wann war das im Jahr 44, Herr Zeuge? Anfang 44. Ja, das stimmt. Bin ich nach Monowitz gekommen, nicht war, da waren Sie aber im Stammlager. Ja, das stimmt, das habe ich ja auch ihm angegeben. Ja. Ich kam ja Ende September, Anfang Oktober 43 nach Auschwitz und dann im November war die Kommandantenwechsel, war der Kommandantenwechsel von Liebehenschel und Hiss. Da wurde Liebehenschel erster Klauerkommandant und ich wurde dann im November und der liebe Henschel, erster Schützerflauer, für ihn Ausschuss im Stammlager. Das stimmt, da war ich wieder dort. Aber vom Sommer, März 43 bis Anfang Oktober 43 machte ich keinen Dienst im Stammlager. Ist sonst noch eine Frage zu stellen, eine Erklärung abzugeben? Nein.
Kalin, Sie sind wann verurteilt worden zur Eidesunfähigkeit? 54. 1954. Ja. Und wie lautete da das Urteil? Auf welche Zeit ist Ihnen die Eidesfähigkeit aberkannt worden? 3 Jahre. Auf 3 Jahre. Und wann ist das Urteil rechtskräftig geworden? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich glaube, Herr Staatsanwalt, das müsste man doch anhand des Strafregisterauszugs noch prüfen. Und die Entscheidung darüber, ob der Zeuge beeidigt werden muss oder ob seine Beeidigung zu unterbleiben hat, nach § 60 Strafprozessordnung, das müsste dann doch erst später erfolgen. Ja. Nicht? Denn ich kann das aufgrund dieser wahren Aussagen des Zeugen nicht ohne weiteres feststellen. Liegt es in der Ostzone drüben, ja? Liegt bei Magdeburg. Ja. Nein, der Kreis Salzwedel. Ne? Und warum ist Ihnen denn die Eidesfähigkeit aberkannt worden? Ist denn da irgendwie ein Meineid mit nein. gewesen? Nein. Nein, nein. Ich bin verurteilt worden zu 4 Jahren Zuchthaus, ja. Sicherungsverwahrung und aberkannter bürgerlichen Ehrenrechte auf 3 Jahre. Der bürgerlichen Ehrenrechte? Ja. Sehen Sie, das ist etwas anderes. Die Eidesunfähigkeit und die bürgerlichen Ehrenrechte, das ist nicht dasselbe. Denn die Eidesunfähigkeit kann ja eigentlich nur bei Meineid aberkannt werden. Und das auf Lebenszeit. So, das bin ich gewusst. Ja. Also schreiben Sie bitte ins Protokoll. Der Zeuge erklärt auf Befragen. Im Jahr 1954 sind mir neben einer Zuchthausstrafe auch die bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von 3 Jahren aberkannt worden. Eine Aberkennung der Eidesfähigkeit ist nicht erfolgt. Ich habe angenommen, dass die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte gleichzeitig auch eine Unfähigkeit mit nach sich ziehen würde, eidlich vernommen zu werden. Also das ist nicht der Fall. Sie müssen deshalb das, was Sie gesagt haben, beschwören. Ja. Und ich muss Sie deshalb nachträglich nochmals auf die Bedeutung und die Wichtigkeit des Eides aufmerksam machen und Sie vor den Strafen des Meineids verwarnen. Wollen Sie das, was Sie gesagt haben, wiederholen und auch beschwören? Das kann ich. Der Zeuge wurde daraufhin auf die Bedeutung und die Wichtigkeit des Eides aufmerksam gemacht und wurden Strafen des Meineids verwarnt. Er erklärte, ich will das, was ich bisher gesagt habe, auch nunmehr wiederholen und kann es mit gutem Gewissen beschwören. Wollen Sie den Eid in bürgerlicher oder in religiöser Form leisten? Bürgerlicher Form. Sie schwören, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Heben Sie bitte die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es. Ich schwöre es. So wahr mir Gott helfe. Ich danke schön. Ach so. So. Tja, ich weiß nicht. Ja. Ja. Besser ist besser. Mir ist ein Fehler eben unterlaufen. Wir müssen den Eid noch mal wiederholen. Sie schwören, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Und Sie sprechen mir nach. Ich schwöre es. Dankeschön. So. Nun ist der Zeuge, kann entlassen werden. Ja, es erhebt sich kein Widerspruch im allseitigen Einverständnis. Sämtlicher Prozessbeteiligter geht Beschluss. Der Zeuge wird entlassen. Sie können wieder gehen. Ja. Wir machen nunmehr eine Pause bis 10:15 Uhr.